weiß nicht, Affengesicht. Er zaubert schon seit Stunden an dem Kristall herum. Keine Ahnung, was er damit vorhat. Gehen wir ihn fragen. Skeletor! Meister! Was erheitert dich so sehr? Es ist mir endlich gelungen, Trapjaw Beastman. Ich habe den uralten Ritterstab der Hexenmeister mit dem magischen Kristall verbunden. Lange haben sich beide Mächte abgestoßen, aber jetzt sind sie eine Symbiose eingegangen, die nur ich nutzen kann. Es ist perfekt. Meine Macht ist nur ein Vielfaches gewachsen. Eternia gehört jetzt mir. Niemand wird mich mehr stoppen. Aber Herr, He-Man und die Zauberin. Prinz Adam, was ist nur los mit dir? Keiner meiner Tricks bringt dich heute zum Lachen. Stimmt, Orko. Nicht mal, als du deinen Hut in Brand gesteckt hattest. Orko hat echt alles gegeben. Tut mir leid, Orko. Mir ist heute nicht so danach. Ein anderes Mal. In Ordnung, mein Freund? Also gut. Was bedrückt dich, Bruderherz? Sonst bist du immer gut drauf. Vermisst du unsere Eltern? Ich verstehe nicht, warum sie an einem geheimen Ort leben müssen und wir nicht bei ihnen sein dürfen. So ist das nun mal. Seit Skeletor hier aufgetaucht ist, besteht Man-at-Arms darauf, den König und die Königin zu verstecken. Er kennt sehr viele beunruhigende Geschichten über Skeletor. Selbst die Horde soll Respekt vor ihm haben. Das ist aber nicht der Grund für deine Stimmung, nicht wahr? Ich lass dich allein. Wir sehen uns nachher, okay? Ja, danke für dein Verständnis, Adam. Wer bist denn du? Ist das wichtig, Miau? Ich habe auf dich gewartet, Prinz. Ich beobachte dich schon eine ganze Weile. Du gefällst mir, Miau, hübscher Prinz. Was? Ich? Ja, das nun ja... Nicht so nervös, Prinz. Ich wollte mich ja nur nett mit dir unterhalten. Warum machen wir nicht einen kleinen Spaziergang? Ja, das würde mir sehr gefallen. Gehen wir. Bist du bewaffnet? Nun ja, ich trage ein Schwert mit mir. Könntest du es zurücklassen, Mia? Ich fühle mich unwohl in der Nähe von Waffen und... Wollen es uns doch richtig schön machen, oder, Prinz? Miau? Ja. Würdest du kurz auf mich warten? Ich bringe nur schnell mein Schwert in den Palast und bin dann gleich wieder bei dir. Also schön, Prinz. Miau? Ich warte auf dich. Adam, wo kommst du her? Du solltest dich nicht alleine so weit vom Palast entfernen. Schon gut, Teela. Ich bin ja wieder da. Dann ist ja gut. Der König macht mich zur Schnecke, wenn dir auch nur ein Haar gekrümmt wird. Dann sage ich dir lieber nicht, dass ich gleich wieder weggehe. Truppe-Offizier, diese Mission ist wichtig. Ich spüre, wie Skeletors Macht gewachsen ist. Wir müssen jetzt sehr viel vorsichtiger sein als erwartet. Wir müssen uns schnell breit machen auf Eternia, sonst kommen wir gegen Skeletor nicht mehr an. Such mir einen Platz für die Freizone.
Und zwar schnell! Ihr dürft nicht scheitern! Wieder an derselben Stelle wie beim letzten Mal. So ist es. Besonders klug sind die ja nicht. Ja, ich brauche es im Moment doch nicht. Ich wollte mal etwas Spaß haben. Edmund, das ist sehr leicht. Mach das nicht. Zu mir, ja? Na schön, Adam, gehen wir. Ist es wirklich klug, jetzt sofort und ohne einen Plan Schloss Grayskull anzugreifen, Herr? Meine Macht ist jetzt gleich als die des Sorcerers. Ich werde sie überwinden und Schloss Grayskull einnehmen. Tada! Bin ich mächtiger als alles andere im Universum. Dann gehen wir jetzt nach Grayskull her. Ja. So ist es. Wozu mit der Eroberung Eternias noch länger warten? Adam gesehen? Ich habe ihn im ganzen Palast gesucht. Der kann was erleben. Er ist gerade eben weg von hier. Es sah aus, als ob er sich wegschleichen wollte. Hihi, als ob er damit die Augen eines Trolaners täuschen könnte. Ein sehr hübsches Plätzchen hier, Adam. Das finde ich auch. Ich komme gerne her. Oh nein, das ist Teela, Oberbefehlshaberin der königlichen Wachen und meine Aufpasserin. Sie ist für mich wie eine kleine Schwester. Wir sind zusammen aufgewachsen, keine Sorge. Da bin ich ja beruhigt. Miau. Shira, du musst schnell zum immergrünen Wald. Adam ist womöglich in großer Gefahr. Wieso verwandelt er sich nicht in He-Man? Er hat sein Schwert nicht dabei und läuft durch diesen gefährlichen Wald ohne Hilfe. Wieso macht er das? Ich laufe hin. Der immer grünende Wald ist aber weit entfernt vom flüsternden Wald. Was geschieht mit der Horde? Leider können wir hier erst einmal nichts tun. Adams Sicherheit geht vor. Und Adora, sage deinem Bruder nichts über deine Geheimidentität. Auch nicht, dass du seine kennst. Einverstanden. Warum stellst du dich
zur Sache, Miau. Ich will dir helfen, Lord der Zerstörung. Um dir zu zeigen, dass ich es ernst meine, habe ich hier ein Geschenk für dich. Zurück, ihr Monster! Ihr bekommt den Prinzen nicht! Eher sterbe ich, als dass ich ihn euch überlasse. Diese Stärke, diese Frau ist gewaltig. Und das gibt es ja nicht. Ich spüre eine Nähe zur Hüterin von Grace. Du bist ihre Tochter. Tochter? Von wem bin ich die Tochter? Wie amüsant. Sie haben keine Ahnung. Sie halten es von ihr geheim. Sie ist einfach perfekt. Sie wird an meiner Seite stehen, wenn ich erstmal Herr über Eternia bin. Du bist wohl verrückt, Knochenmann. Niemals. Du wagst es, dem Herrn der Finsternis zu widersprechen? Ganz ruhig, Traptor. Sie hängt offensichtlich noch an ihren Prinzen. Das kann ich ändern. Was? Nachdem wir so weit gelaufen sind? Oh Mann. Einen Moment. Ich habe da auch noch mitzureden. Affenfratze, hinterher! Mein Töchter, lass mich! Obwohl sich eine zukünftige Vorübergehende meiner Gegenwart entziehen konnte, sie hilft eine von einer Fremden mit offenbar riesigen Kräften, bin ich guter Dinge. Lassen wir ihnen einen letzten kleinen Triumph. Morgen beginnt mein Eroberungsfeldzug. Für einen Moment, du wärst tot. Tut mir leid, Teela. Tut mir alles so leid. Wer bist du? Ich bin She-Ra. Ich bin hier, um zu helfen. Und ihr hattet meine Hilfe offenbar dringend nötig, sonst hätte ich mich gar nicht gezeigt. Ich danke dir sehr, She-Ra. Es wäre schön, wenn du uns unterstützen würdest im Kampf gegen Skeletor. Ich helfe euch gern. Schubraubentier 1.0. Sagt mir, wie kommt ihr voran? Sehr gut, Gordon. Wir haben einen Standort für die Fremdsaugen gefunden. Ihr könnt die übertragen, deshalb könnt ihr es jederzeit starten. Ausgezeichnet. Wir haben jetzt auch einen Spion in Skeletors Reihen. Es läuft wirklich ganz hervorragend. Tut mir leid, Sorceress. Ich habe einen Fehler gemacht. Es kann noch schlimmer kommen. Wenn du dich auf diese Weise verhältst, bist du der Macht Grayskulls womöglich nicht länger würdig. Und du kannst dich nie wieder in He-Man verwandeln. Du musst dir deiner Verantwortung wieder bewusster werden, Adam. Ja, Sorceress. Ich schäme mich sehr. Gehe jetzt. Ich habe alles mitgehört, Sorceress. Du hattest recht. Der Junge braucht mich hier sehr dringend. Ich hätte schon früher herkommen müssen. Du hattest wichtige Dinge zu erledigen. Doch jetzt ist der Prinz deine wichtigste Aufgabe. Adam,
bist du ja. Ich war in Sorge. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Tila hat mir alles erzählt. Sie sagte, dass du dich Skeletor anschließen wolltest. Du hast mich betrogen. Oh, mein armer Prinz. Trotzdem liebst du mich. Ich sehe es in deinen Augen. Vergiss es. Mit Skeletors Schergen will ich nichts zu tun haben. Wie kommst du darauf, dass ich dich ziehen lassen werde? Miau. Prinz Adam, so alleine hier und ohne Wache? Ich begleite dich lieber zum Palast zurück. Danke, Stratos. Du kommst im richtigen Moment. Um ehrlich zu sein, dachte ich, ich habe eine Frau bei dir gesehen. Die hätte ich gern kennengelernt. Aber plötzlich war sie verschwunden. Glaub mir, es ist besser, wenn du sie nie kennenlernst.